Hör auf dein Herz. Im Normalfall zieht sich unser Herz 60 bis 80 Mal in der Minute zusammen. Man spricht auch von sogenannten Kontraktionen. Und dadurch wird ein sogenanntes Herzminutenvolumen von ungefähr 5 Litern pro Minute gefördert. Wenn man das jetzt mal auf die Stunde hochrechnet, dann kommt man zu dem Ergebnis, dass unser Herz pro Stunde ungefähr ein Volumen von 2 vollständig mit Blut gefüllten Badewannen transportiert. Dabei muss unser linkes Herz bei jedem Zusammenziehen, also bei jeder Kontraktion, ja erstmal einen Druck aufbringen, um das Blut nach vorne gegen den in unseren Arterien herrschenden Blutdruck nach vorne transportieren zu können. Und dieser Druck ist am Ende dieser Zusammenziehungsphase, dieser Kontraktion am höchsten und entspricht dem sogenannten systolischen Blutdruckwert. Und das ist also der Wert, der bei Ihrem Blutdruckwert immer als erste Zahl genannt wird. Und in der darauffolgenden Phase, in der Erschlaffungsphase der linken Herzkammer, der sogenannten Diastole, da fällt dann natürlich der Blutdruck, den wir in unseren Arterien messen können, wieder ab. Aber durch die elastischen Rückstellkräfte unserer Aorta, unserer Hauptschlagader und vor allen Dingen auch durch unsere Aortenherzklappe, die ja wie ein Ventil wirkt und dafür sorgt, dass das Blut eben nicht zurückfließen kann, wird bewerkstelligt, dass unser Blut immer nur nach vorne in die richtige Richtung, in Richtung Körperkreislauf transportiert wird. Und dieser Wert, den wir in dieser Erschlaffungsphase, in dieser Diastole messen können, der entspricht dem sogenannten diastolischen Blutdruckwert. Und das ist immer der zweitgenannte Zahlenwert bei Ihrem Blutdruckwert. Wenn Ihr lieber Hausarzt jetzt also bei Ihnen einen Blutdruck von 120 zu 80 mm Hg misst, dann bedeutet das, dass Ihr linkes Herz in der Systole, also in der Kontraktionsphase, einen Blutdruck von 120 mm Hg aufbaut, der dann in den Arterien gemessen in der Erschlaffungsphase, in der Diastole auf 80 mm Hg wieder abfällt. Über die Rolle des Bluthochdrucks als wichtigsten Risikofaktor und weltweit größten Killer überhaupt, da werden wir uns in den nachfolgenden Videos noch ganz genau darüber unterhalten. Ein letzter Punkt ist mir noch wichtig, und zwar, wenn wir über Herzinfarkte reden, dann sind in allererster Linie die Infarkte unserer kräftigen linken Herzkammer gemeint. Und je nachdem, wo die in diesem Bereich dieser muskelkräftigen linken Herzkammer auftreten, kann man also verschiedene Arten eines Herzinfarktes unterscheiden. Bestimmt haben Sie auch schon mal von einem Hinterwandinfarkt oder einem Vorderwandinfarkt gehört oder aber auch einem Infarkt der Herzspitze. Und hier habe ich Ihnen jetzt mal ein Beispiel mitgebracht von einem Patienten, den ich vor wenigen Tagen untersucht habe, der tatsächlich einen Herzinfarkt durchgemacht hat. Und was man sehr schön sehen kann, ist, dass die kräftige linke Herzkammer in den sogenannten basalen Bereichen, also hier, wunderbar arbeitet, sich wunderbar zusammenzieht, wunderbar kontrahiert, wohingegen im Bereich der sogenannten Apex, also der Herzspitze, keine Einwärtsbewegung, keine Muskelkontraktion mehr stattfindet, was einfach daran liegt, dass in diesem Bereich ein Herzinfarkt stattgefunden hat, sodass der Herzmuskel im Bereich dieser Apex, dieser Herzspitze, unwiederbringlich abgestorben ist. So ein Herzinfarkt entsteht ja durch den kompletten Verschluss einer unserer Herzkranzarterien und deswegen wollen wir uns mal im nachfolgenden Video genau den Aufbau und die Funktion dieser wirklich lebensnotwendigen Blutgefäße gemeinsam anschauen.